Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, Farb.io. Heute zeige ich euch, wie ihr in GDevelop euren eigenen Mauscursor haben könnt. Dafür mache ich erstmal ein neues Projekt. Und mache eine neue Szene. Ihr könnt natürlich das in jedem Projekt von euch benutzen, wie ihr wollt. Also dafür mache ich jetzt erstmal, nenne ich was Mauspointer. Und habe hier schon ein Bild rausgesucht und als eine PNG umgewandelt. Also kann ich das auf jeden Fall verwenden. Die ziehe ich jetzt irgendwo auf die Sie. Ich mache es mal außerhalb, dass man auch sieht, dass es funktioniert. Und dann soll es machen. Immer soll Mauspointer X position of an object set to mouse cursor x position set to da muss man natürlich y hinschreiben das würde jetzt schon funktionieren aber natürlich muss man machen dass auch noch Hide the cursor. Okay. Und dann könnte man das jetzt auch schon so verwenden als Mauscursor. Und es funktioniert auch wirklich, wenn ich meine Maus nur ganz wenig benutze, funktioniert es auf jeden Fall. Und das kann man jetzt zum Beispiel mit Buttons machen. Ich mache jetzt schnell einen Button. Und ziehe das jetzt einfach auf den Bildschirm und kann machen, dass wenn Button 1 ist Mouse ist ein Object, okay, Button Animation set to One. Und kann es auf jeden Fall nochmal kopieren und invert condition set to zero. Speichere das Ganze und probiere es mal aus. Das funktioniert auf jeden Fall mit Hover. Und was ich jetzt noch machen will, ist, dass man zum Beispiel eine neue Szene öffnet. Dafür mache ich. Mausbutton released mache ich diesmal. Mache ich left. Sage ich okay. Weil wenn ich released mache und wenn ich nur pressed mache, dann wenn ich zum Beispiel zwei Buttons habe, dass die dann doppelt geklickt werden. Ja, okay. Auf jeden Fall mache ich jetzt halt released. Gebe ich scene ein. Change the scene to new scene 2. Okay. Und probiere das Ganze aus. Wenn ich draufklicke, öffnet es eine neue Szene. Und bei der Szene kann man zum Beispiel ein Jump-and-Run-Spiel machen. Wie Und dann könnte man auch noch hier natürlich machen, das Ganze, hier oben, kopieren wir und setzen das dann hier ein.
dann funktioniert das in der Szene auch schon. Ja, okay, es funktioniert auf jeden Fall. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem kurzen Video. Ciao.